Genau. Also nach dem Video geht ihr auf das Video von die Pony, von der Delik und schaut es euch mal an. Okay. So. Oma Utz. Die kleine süße Oma Utz. Ich mag sie ja. Sie ist so niedlich. Erinnert mich immer an meine eigene Oma. Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den Hammer gefunden? Naja, nicht direkt. Er ist in meinem Werkzeugkasten. Du kannst ihn gerne nehmen, solange du mir versprichst, kein Chaos anzurichten. Ich doch nicht. Versprochen. Na gut, holen wir mal den Hammer. Ein Stromumkehrer? Ah, da ist der Hammer doch. Hattest du nicht erzählt, dass er an ausgeprägter Selbstüberschätzung leidet? Oh Gott. Die Zeiten sind vorbei. Rufus hat viel dazugelernt. Er ist viel vorsichtiger als früher. Oh Gott, der arme Otto. Oh Gott, der arme Vogel. Oh je. Ich hoffe, dein junger Freund kommt meinem Opfi-Pieps nicht so nahe. Das arme Tier ist so klein und verletzlich. Keine Sorge. Der Rufus, den ich kenne, ist ein großer Tierfreund. Er würde deinem Opfi-Pieps niemals auch nur ein Haar krümmen. Ganz bestimmt. Oh Gott, der arme Vogel. Auf mich wirkt dein Rufus wie ein brutaler Schläger. Rufus und brutal? Niemals. Oh Gott, hört ihr das? Oh nein, was ist noch mit dem Vogel? Oh Gott, der arme Vogel. Hielt das auch No Animals Were Harmed During Production? Oh mein Gott, der arme Kleine. Und du bist dir sicher, dass er meinem Opfi-Pieps nichts antut? 100%. Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor. Deine Angst ist vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig geworden. Gott, der arme Vogel, der leidet ja richtig. Usch, oh Gott. Und wenn er aufs Klo muss, dann soll er das bei euch auf dem Kutter machen. Ja doch, Oma. Ich habe nämlich kaum noch Wasser. Er holt doch nur einen Hammer. Oh nein. Was machen wir denn jetzt? Oh nein. Oh nein. Wir haben hier noch einen Stromumkehrer. Vielleicht können wir den irgendwie Machst du benutzen. dir keine Sorgen, dass er etwas klauen könnte? Ich vertraue ihm vollkommen. Also, Docs Vertrauen ist aber auch schon grenzenlos, ne? Wenn das alles stimmt, dann muss er sich ja um 180 Grad gewandelt haben. So ist es ja auch. Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. Oh nein. Auf keinen Fall soll er Opfi-Pieps so viel zu trinken geben. Oh. Na, wenn das deine einzige Sorge ist. Und sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Rufus wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Oh Gott, erlöst das arme Tier. Oh Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Oh nein. Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Auf jeden Fall. Gut. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. Mit dem Wasser. Wow. Viel Spaß. Oh Gott, der arme Vogel. Oh Scheiße. Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Hopfi-Pips kann sich immerhin ganz gut selbst verteidigen. Ach, Oma Utz, als würde das überhaupt nötig werden. Was machen wir denn jetzt? Spülknopf? Kriegen wir da noch was? Hat er sich denn überhaupt die Hände gewaschen? Natürlich hat er das. Rufus ist sehr reinlich. Das ist gut. Ich habe nämlich nur begrenzte Wasservorräte. Ach, da unten.
Ich hoffe, dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Er holt doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Kann sich ein Mensch wirklich so ändern? Es ist ganz einfach. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Und Rufus hat sich mehr als einmal die Finger verbrannt. Er hat dazu gelernt. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Mhm. Okay. Oh Gott. Oh je. Gut, da können wir nichts mehr machen. Feuer. Knopf. Was für ein Knopf. Oh Gott. Was mit der Tischdecke machen. Versprichst du mir, dass er nicht versuchen wird, mich mit stumpfen Gegenständen K.O. zu schlagen, um meine Sachen zu stehlen? Ruf es doch nicht. Als ich ihn traf, war er vielleicht etwas rüde und manchmal sogar respektlos. Aber im Herzen ist er ein sehr feiner Bursche. Okay, das funktioniert also nicht. Keine Ahnung, du hast mich fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen. Oh nee. Solange du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Hauptsache, meinem Opfi-Pieps passiert nichts. Versprochen. Oh nein, der arme Vogel. Tja, da muss ich wohl das Handtuch werfen. Dein Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. Na holla! Da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden? Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Niemals. Aber genug geplaudert. Boso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Genau. Was riecht hier eigentlich so seltsam? Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktio und Reaktio zu widerlegen. Na dran. Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen, was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallbeil fern, wenn du deine Finger behalten willst. Okay, Gott. Nee, ich brauche nichts weiter sagen, glaube ich. Diese Szene gerade mit Oma Utz. Der arme Opfi-Pieps. Oh, nee. Das arme Vögelchen. Und endlich geht es auch richtig los. Rufus hat diesen Hammer nicht umsonst gebraucht, sondern er braucht ihn natürlich auch nicht, wie angegeben, um Bosos Kutter zu reparieren, sondern um hier seinen weiteren Plan nach Elysium zu kommen, zu vollenden und in die Tat umzusetzen in dieser ziemlich irren Rube Goldberg-Maschine. Und da habe ich ja auch gleich schon mal wieder eine Frage an Rufus selber. Und zwar, es ist ja so, an so einem Set, also gerade insbesondere an diesem Set war es ja sehr laut. Das heißt, die Sprachaufnahmen, die wir da gemacht haben, als wir das dann direkt gedreht haben, die konnten wir ja so gar nicht verwenden, die Tonspur.
und mussten das halt alles im Studio nachsynchronisieren. Das trifft tatsächlich auf sehr viele Szenen zu. Aber dort vor Ort haben wir dann natürlich auch das Set eben nicht mehr zur Hand. Das heißt, diese ganzen Objekte und Reaktionen mit den unterschiedlichen Hotspots und Objekten und so weiter, die findet dann ja tatsächlich nur im Kopf statt. Du hast dann den Text, den du nochmal nachsprechen musst. Also kann man sich dann da überhaupt im Detail dann noch zurechtfinden, was man da jetzt eigentlich gerade macht oder gemacht hat? Und das ist wie immer, wie scheinheilig der jetzt fragt. Der weiß ganz genau, dass ich das so super hinbekommen habe. Der hat Glotzaugen gekriegt. Ja, die ganze Zeit stand es ihm ins Gesicht. Wie macht der Rufus das? Wie kriegt er das hin? Ich meine, jetzt kann ich dir es ja sagen. Ich habe mich in diesem Set sehr zu Hause gefühlt. Es sieht nämlich haargenau aus wie mein erstes Schlafzimmer in meiner ersten Junggesellenwohnung. Und da fiel mir nämlich auch wieder ein, ich habe mich damals sehr geärgert, das hat mich sehr gekränkt. Heute verstehe ich das. Als ich zum ersten Mal Besuch hatte, ne, du weißt schon, ja, da kriegte ich zu hören, dein Schlafzimmer sieht ja aus wie ein Ersatzteillager. Das fand ich total scheiße, aber es hat schon irgendwie, es war was dran. Und hat sicherlich auch nicht gegen die Brandschutzverordnung verstoßen. Deswegen habe ich auch keine weiteren Fragen und wir machen. Nein, das hat nur gegen die Lärmschutzordnung verstoßen. Aber das hast du ja schon gesagt. Okay, gut. Ja, diese Apparatur hier soll ihn also nach Elysium bringen. Gut, schauen wir mal, was wir hier überhaupt haben. Ja, den Dock, dann die Guillotine. Elysium da oben. Und eine Vase mit Flüssigkeit. Bunsenbrenner. Blasebalg. Pfanne. Feuerwerkskörper. Der Korken steckt und ist pingeligst ausgerichtet. Also pingeligst mal Daumen. Das erste Ziel öffnet den Gashahn am Bunsenbrenner, der daraufhin die Zündschnur entfacht. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Korken den Bunsenbrenner einfach umwirft? Ein Aufbau fußt auf Wissenschaft, nicht auf irgendwelchen nebulösen Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ein integraler Bestandteil aller Wissenschaften. Tja, bei dir vielleicht. Meine Wissenschaft beruht auf Hörensagen und innerer Überzeugung. Das ist auch die Hauptsache, oder das Hauptaugenmerk einer Wissenschaft. Oh Gott. Nachdem der Korken von den anderen beiden Zielscheiben abgeprallt ist, wird er genau hier einschlagen. Ich habe alles genau berechnet. Wie hast du das berechnet? Wie man Sachen halt berechnet. Man legt sich eine Weile hin und im Schlaf kommen dann diese mathematischen Formeln. Ach so. Ja, klar. Gleich wird eine Entschuldigung fällig. Pass auf deine Finger auf, Doc. Sobald der Korken das erste Ziel trifft, löst die Waage das Fallbeil aus. Es wäre verrückt zu glauben, dass das funktioniert. Aber noch verrückter wäre es anzunehmen, ich wäre hier in Sicherheit. Okay. Der Korken steckt. Ach, und so, also... Das hatten wir schon. Als zweites prallt der Korken von dieser Pfanne ab. Das bezweifle ich stark. Auf welcher Basis beruht diese Annahme denn? Naja, ich habe eine Zielscheibe drauf gemalt. Oder etwa nicht. Oh Himmel. Und ein Feuerwerk. Die Feuerwerkskörper zünden, sobald das Sägeblatt in der Luft ist. Dann erzeugen sie genug Spin, um mich direkt nach Elysium zu katapultieren. Ab der Hälfte begleiten mich sogar Adler, wenn meine Skizze stimmt. Ah, wenn die Skizze stimmt, ne? Elysium, ich komme! Na gut, dann versuchen wir mal unser Glück. Schau gut hin! Rufus, nein! Doc! Oh oh! Doc, das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine aus. Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist! Doc retten oder nach Elysium? Doc retten oder nach Elysium? Verdammt! Was mache ich nur? Was mache ich nur? Was mache ich nur? Erzählen, wie Rufus Doc rettete. Das Sägeblatt, was ist das da? Also, was ist das da?
Okay. Na gut. Können wir jetzt hier noch was machen? Das Gas aus der Flasche wird Richtung Flamme gepustet. Leider reicht es nicht, um das Gas zu entzünden. Zu schade. Das gäbe einen tollen Budenzauber. Was haben wir denn hier? Ein Pfannenstiel. Hep! Oh. Zirkusreif wie immer. Okay, mit dem Messer. Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver daraus kratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Nö, glaube ich nicht. Okay. Das kitzelt. Ach, jetzt ist es da unten drin, ne? Dann noch mit dem richtigen Schwung könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren. Easy und vollkommen realistisch. Genau. Wenn das Schwarzpulver die Flamme erreicht, könnte sie das Gas entzünden. Und dann gibt's bestimmt eine interessante Kettenreaktion, deren Ausgang sich schwer vorhersehen lässt. Worauf warte ich noch? Na dann los. Es hat geklappt! Ich habe doch gerettet! Ja, super. Oh. Und...